FM4. Auf laut. Der Live-Talk mit Claudia Unterweger. Wer im Müll nach Essen fischt, macht sich strafbar. Ja, gerade wurde ein Dumpsterer zu 4 Wochen Haft verurteilt, weil er sich Zugang zu einem Supermarktmüllraum verschafft hat und dort die Mülltonnen durchsucht hat nach noch genießbaren Lebensmitteln. Ich will mir heute in Auf laut anschauen, wie riskant, wie gefährlich ist eigentlich Dumpstern in Österreich und wie kann Lebensmittel retten illegal sein? Das frage ich meine Gäste im Studio, beziehungsweise besprechen wir ja alles rund ums Dumpstern, how to und what not to. Ich darf begrüßen Christian A., du bist der Dumpster-Diver, der verurteilt worden ist, jetzt auf Bewährung. Ja, servus. Hallo. Also noch nicht rechtskräftig, wollte ich sagen. Genau, wir gehen in Berufung. Ihr geht's in Berufung. Mit dir hier ist auch der David Jodelbauer, Rechtsanwalt. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Außerdem hier haben wir die Katharina Haller. Du bist von Robin Foods, Lebensmittelretterin auch. Genau, hallo. Hallo. Neben dir Jacqueline Gamm von der Tafel Österreich. Ihr verteilt Lebensmittel an sozialbedürftige Menschen. Hallo, guten Abend. Und ebenfalls hier ist Tanja Dietrich-Hübner von der Rewe Group. Sie sind Nachhaltigkeitsbeauftragte für den Konzern, für die Konzerngruppe quasi. Ja, hallo, einen schönen guten Abend. Ich sehe gerade, funktionieren alle Headphones, alle Kopfhörer? Manchmal ja, manchmal nein. Christian, ja, manche haben einen Wackler. Wir sollten das urgieren, glaube ich. Vielleicht, also wenn es gar nicht geht, dann bitte einfach nochmal signalisieren. Vielleicht zum Einstieg. Dumpstern. Gibt jetzt viele Leute, die es machen, gibt aber auch noch mehr Leute, die es nicht machen und eigentlich gar nicht genau wissen, wie funktioniert das. Sie kennen diese Welt nicht, die gehen einfach ganz normal einkaufen in den Supermarkt und ja, geben dort das Geld aus für die Lebensmittel, den vorgeschriebenen Preis, bezahlen sie und kennen eben Dumpstern nicht. Also vielleicht mal an alle, die in der Runde Dumpstern gehen, und da schaue ich jetzt vor allem an den Christian und die Katharina Haller. Wie geht das? Wie macht sie das? Also man kann schauen, wo sind die Müllräume, ein bisschen beobachten in der Stadt. Und man kann sich einen Müllschlüssel besorgen und versuchen, in die Müllräume reinzukommen. Man kann aber auch zum Beispiel bei Robin Foods googeln. Der Anwalt in der Runde. Ja. Und sich vernetzen, schauen, was die machen, Informationen austauschen. Mhm. Genau. Okay. Christian, wie lang dumpstest du schon? Ungefähr 4 Jahre. Okay. Und was hast du da jetzt so üblicherweise erlebt? Also ich spreche jetzt nicht von dem einen Mal, das dann irgendwie ganz dramatisch geendet hat, aber wie rennt sowas ab, das Dumpstern? Naja, es sind immer riesige Mengen, die man mit dem Radl gar nicht abtransportieren kann. Einmal haben wir 51 Liter Milch auf einmal gefunden. Die haben wir dann auf mehrere Weiterverteilstellen gebracht, weil damit fängt man ja nichts an. Dann anders mal 12 Kilo Bratwürstel. Es sind immer Unmengen. Aber sind das Dinge, die noch genießbar sind, ja, die noch gut sind oder die halt einfach sozusagen das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das so eng sehe ich das nicht. Also wenn es noch gut riecht und ausschaut, kostet man es vorsichtig, und wenn es dann passt, dann isst man es. Oder beim Weiterverteilen muss natürlich jeder aufpassen, der es sich nimmt, ob es noch gut ist. Sogar Fisch, ein paar Tage drüber, habe ich, solange nicht stinkt, noch kein Problem damit gehabt in 4 Jahren. Jetzt würden aber viele, also meine Mutter würde wahrscheinlich sagen, das ist Mistkübelstirteln, das ist grauslich. Ist es, wie geht es euch damit? Also es ist ja alles extrem verpackt, das kommt dazu. Es sind eigentlich fast alle Produkte in Plastik verpackt. Das heißt, es kommt zu keiner Verschmutzung, man kann das wirklich einfach rausnehmen. Man merkt auch dann erst, wie viel Müll das einfach ist, abgesehen von den Lebensmitteln, wie viel Verpackungsmüll da ist. Gut für die Dumpsterer, aber insgesamt erschreckend. Okay. Ja, also das Waschen der Packungen braucht meistens mehr Zeit als das Rausfischen und Heimtransportieren selber. Alles klar, das heißt sozusagen, ich wollte mich gerade fragen, was sind denn so die Challenges, wenn man jetzt Müllfischen geht? Also worauf sollte man sich einstellen? Wo muss man aufpassen? Ich meine, ist ja vielleicht jetzt doch nicht ganz
Also vielleicht ist es gesundheitlich riskant? Ich schaue jetzt in die Runde. Ja. Also wie gesagt, ich habe noch keine Probleme gehabt, obwohl ich auch ein paar Tage drüber die Sachen noch koche und esse. Ja, also mit Hausverstand, Sinnestest, schafft man das. Weiß man eigentlich, wie viele Leute gehen überhaupt Dumpstern? Gibt es da so eine Community, gibt es da irgendwelche Schätzungen? Ich schaue in die Runde. Nein? Ich weiß es nicht. Nein, alle schütteln den Kopf. Okay, also das heißt, das ist einfach ein bisschen so eine informelle Geschichte, die da abläuft. Ich glaube vor allem in Städten, also wahrscheinlich am Land, weiß ich nicht, gehen da Leute auch Dumpstern oder? Am Land war meine Erfahrung, dass es schwieriger war, in die Müllräume irgendwie reinzukommen. Ja. Okay, das sind die Müllräume gut verschlossen, tendenziell. Das heißt, und was natürlich wichtig ist, ist die Frage nach dem Warum. Warum geht man Dumpstern? Warum stirlt man im Mistkübel von einem Supermarkt und klaubt sich das Essen raus? Was ist eure Motivation, deine ganz persönliche? Also begonnen habe ich aus finanziellen Gründen. Ich war auch in einem Haus, das so halb besetzt war, so eine Zwischennutzung von verschiedenen Künstlern, die auch alle wenig Geld gehabt haben, und habe mich da bei Robin Foods gemeldet und habe da mitgemacht und habe gleich gemerkt, okay, da ist so viel Essen da, nicht nur für mich, sondern eigentlich für ganz viele Leute. Also ich habe dann einfach wirklich mehrere Leute sehr schnell versorgen können mit Lebensmitteln. Und das ist ein schönes Gefühl. Und man merkt, dass man einfach sich gegenseitig unterstützen kann und Ressourcen nutzen kann. Das ist schön. Also so ein sozialer Aspekt quasi. Christian, wie ist das bei dir? Ich mache es hauptsächlich aus Umweltschutzgründen. Ich bin seit 23 Jahren Umweltaktivist und es ist ein Wahnsinn, dass 40% der Lebensmittel, die produziert werden, weggeschmissen werden. Das darf doch nicht wahr sein. Und das versuche ich ein bisschen zu reduzieren. Das ist quasi dein Beitrag. Genau. So zum Umweltschutz quasi. Jetzt schweift mein Blick zu der Vertreterin einer großen Supermarktkette. Sie sind Nachhaltigkeitsbeauftragte, Frau Dietrich-Hübner. Wie reagieren denn jetzt die Supermärkte, wenn da regelmäßig wahrscheinlich eher in der Nacht oder wenn es jetzt nicht mehr untertags irgendwie so viele Leute unterwegs sind, beim Hintertürl in den Müllraum Leute reinkommen, eindringen, reinwollen und da die Lebensmittel, die weggeworfenen Lebensmittel sich abholen. Wie ist da die Position oder was hält die Unternehmen davon? Naja, grundsätzlich ist es so, dass wir ja versuchen, das Angebot in der Nachfrage möglichst sozusagen auszugleichen, dass eben möglichst wenig eigentlich weggeworfen wird. Ja. Und da gibt es ja viele Optimierungen, die wir jetzt auch in den letzten Jahren schon aufgesetzt haben, viele Maßnahmen. In der Nacht merken wir ja nicht jetzt unbedingt, ob jemand in einen Müllraum oder anderweitig sozusagen sich an unseren Müllcontainern irgendwie zu schaffen macht. Warum merkt man das nicht? Es gibt ja wahrscheinlich eine, weiß ich nicht, Sicherungsanlage, ein Türschloss, ein... Also solange jetzt nichts aufgebrochen ist oder eine Verschmutzung vorhanden ist oder so, merkt man das ja nicht. Jetzt muss man auch sagen, wir sind ja auch gerade im urbanen Raum oft eingemietet in Häuser, wo sozusagen gemeinsame Müllräume auch sind. Nicht immer, aber zum Teil, also mit dem Haus. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Konstellationen. Aber von uns aus gesehen geht es ja nicht darum, dass man irgendjemanden kriminalisiert oder so, sondern für uns natürlich als Lebensmittelhändler geht es darum, dass wir sichere Lebensmittel an unsere Kundinnen und Kunden verkaufen. Das ist auch unser Businessmodell und natürlich deswegen versuchen wir so effizient wie möglich zu schauen, dass eben keine Lebensmittel entsorgt werden. Das ist einerseits jetzt ein ökonomisches Thema, aber natürlich auch ein ethisches Thema. Jetzt werden aber, da gibt es dann sicher auch Zahlen, die wir dann vielleicht gleich hören werden. Oder vielleicht hören wir sie jetzt doch gleich schon, ja, die Zahlen. Ja, sehr gerne. Also wie viel da wöchentlich und monatlich weggeschmissen wird im Lebensmittelhandel, nehme ich alleine? Also die Handelszahlen habe ich gerade nicht da, aber in Österreich im Jahr 1 Million Tonnen. Und das ist schon maßgeblich. Also genau, also jetzt gibt es vom Österreichischen Handelsverband hier Zahlen, wo zwischen 53 und 59% eben in den Privathaushalten entsorgt werden. In der ganzen Lieferkette gibt es dann, also in den Großküchen wird natürlich auch einiges entsorgt. Ich glaube, das sind 19%. Im LEH, Lebensmitteleinzelhandel, sind es so um die 7%. Das schwankt auch so zwischen 5%, 7%, 8%. Das ist noch immer viel. Ja. Eben. Der Punkt ist aber,
wir haben zum Beispiel 1250 Bieler-Filialen. Und in jeder Filiale wird dann ein wenig entsorgt, sage ich jetzt einmal. Ja. Und in erster Linie wollen wir die Sachen ja nicht logischerweise in den Müllcontainer, sondern wir haben ja in jedem Markt eine Kooperation. Wir schauen aber schon, dass es sozusagen gar nicht so weit kommt. Und da kommen uns natürlich jetzt auch so KI-gesteuerte Tools zugute, was die Bestellungen angeht. Also das hängt ja von ganz vielen Themen auch ab. Das muss man auch irgendwie, wenn man ein bisschen sozusagen länger im Lebensmittelhandel arbeitet oder auch so wie wir regelmäßig auch in den Filialen Filialtage machen, dann sieht man einfach, wie das funktioniert. Und es gibt auf der einen Seite natürlich die Anforderungen. Wenn man einkaufen geht, dann sind wir Augenmenschen und wir wollen das alles frisch und schön und volle Regale. Und daran haben unsere Kundinnen und Kunden eben eine Freude. Ja? Und das wollen wir natürlich auch anbieten. Und natürlich bieten wir das nicht bis um 21 Uhr an oder bis um 19.30 Uhr, je nachdem, wie lange wir offen haben, sondern wir fangen natürlich schon vorher auf, an, gerade im frischen Bereich, sozusagen zum Beispiel nicht mehr nachzubacken oder ja, solche Sachen. Das ist jetzt ganz banal. Ja? Das sind natürlich alles jetzt interessante Informationen, Detailinformationen, wie sie versuchen, wie quasi der Lebensmittelhandel versucht, diese Lebensmittelverschwendung dann doch irgendwie zu reduzieren. Aber mein Blick schweift jetzt wieder zu unseren Gästen, die quasi die Müllräume auch von innen kennen und die Müllräume der Supermärkte. Ist das wirklich halt ein bisschen Müll? Ich meine, das Wort Müll allein schon in Bezug auf Lebensmittel ist ja schon irgendwie krank. Aber ist das jetzt quasi halt ein kleiner Rest, der da übrig bleibt? Ich meine, du hast vorher gesagt, 51 Liter? Ja, das war nur ein Beispiel. Ja. Also ich würde mal sagen, das sind ja trotzdem Tonnen. Ja, also durchschnittlich, wenn ich schaue, finde ich, sage mal, zwischen 20 und 80 Kilo. Bei einem Mal reinschauen. Mhm. Einmal haben wir zweimal zu zweit mit dem Radl fahren müssen, sonst hätten wir es gar nicht weggebracht. Das heißt, ihr räumt dann auch immer sozusagen alles aus, was soweit halt möglich ist. Ja, und dann wird eben verteilt in offene Kühlschränke und ein Teil halt selber konsumiert. Das sind aber dann schon, und da bin ich mir ziemlich sicher, Produkte, die eben schon beim MHD abgelaufen sind oder am gleichen Tag ablaufen. Und wenn zum Beispiel das Wochenende kommt, die wir auch dann nicht mehr anbieten können. Genau. Weil das ist natürlich wirklich ein natürlich Riesenthema. Aber hier ist natürlich, sind die Kolleginnen und Kollegen in den Märkten natürlich schon angewiesen, dass eben bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Mhm. Das ist eine Orientierung. Ja? Aber auf der anderen Seite für uns ist das ein harter Cut. Weil bis dahin gibt es, ich sage es jetzt so, vielleicht ein bisschen unjuristisch, aber eine Gewährleistungsfrist. Da können wir gegenüber unseren Lieferanten sagen, Moment einmal, mit dem Produkt hat es ein Problem gegeben, das können wir zurückgeben. Jeder Kunde, jede Kundin kann natürlich bis zum MHD ein Produkt auch zurückgeben, wenn es nicht in Ordnung ist. Aber ab dem Zeitpunkt haben wir keine Garantie mehr. Mhm. Und dann kommen noch die ganzen Hygienevorschriften dazu, die es auch noch gibt. Aber das MHD ist vor dem Hintergrund schon ein wichtiger Orientierungspunkt. Ich persönlich, ja, ich esse auf jeden Fall einen Joghurt, der abgelaufen ist, ja. Ich esse auf jeden Fall irgendwelche Käseprodukte, die abgelaufen sind oder. Und trotzdem muss man schon auch immer wieder darauf sozusagen dahin plädieren. Es ist so wenig passiert bei uns in Österreich, weil Lebensmittel wirklich auch sicher sind. Und also Sie das sagen, ist das auch ein hoher Wert. Mindesthaltbarkeitsdatum hat schon einen Sinn. Das hat schon einen Sinn, weil an irgendetwas muss man sich orientieren. Beim Obst und Gemüse gibt es aber kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist auch wichtig. Ja? Also da geht es dann definitiv darum, dass man eben ein Produkt vielleicht, und da sind wir ganz froh, dass wir jetzt zum Beispiel diese Rettemilchsackerln haben. Da kann man dann, wenn man halt eben ein Netz voll Orangen hat, sage ich jetzt einmal, und dann ist halt irgendwie eine nicht mehr in Ordnung, kann man es jetzt aufmachen und verteilen. Das konnten wir aber vorher nicht, weil wir dürfen nicht einfach Produkte aufmachen und dann werden sie irgendwie lose abgegeben, sondern wir müssen ja hart trennen zwischen Bio und Nicht-Bio. Mhm. Dann haben wir unterschiedliche sozusagen Kategorien. Wir haben die Wunderlinge, sind ja zum Beispiel die krummen Gurken und so weiter. Ja, ja. Genau. Mhm. Aber das sind alles sozusagen unterschiedliche Kategorien und unsere Kundinnen und Kunden erwarten halt sozusagen gewisse Dinge und darauf so müssen sie sich auch verlassen können oder gewisse Gewichtsangaben. Und deswegen war das, ich sage jetzt mal, vorher schwierig, aber da sind wir jetzt mit den Rettersackerln und das ist wirklich eine tolle Sache. Da kann man einfach die Produkte, vor allem Obst und Gemüse oder auch Gebäck oder andere Dinge zusammengeben. Gut, also ein gewisser Teil der Lebensmittel, die quasi nicht entsprechen oder irgendwie schon abgelaufen sind oder so oder nicht mehr ganz fehlerfrei sind,
werden quasi auch von den Supermärkten selbst gerettet. Aber ich möchte trotzdem noch einmal zum Dumpstern zurückkommen und unsere Rewe-Beauftragte in der Runde fragen, wie geht's ihr denn mit den Dumpstern um? Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ihr die jetzt vorfindet vor Ort, was ist dann? Oder wo sind dann eure Grenzen, dass ihr sagt, okay, na, das geht nicht? Naja, die Grenze ist immer, also dort, wo einfach Schlösser nicht mehr in Ordnung sind, dort, wo wir einfach merken, dass Keile reingelegt werden und so weiter. Wir müssen die Müllräume verschlossen halten, da geht es auch um Schädlinge. Also wir werden ja auch vom Gesundheitsamt kontrolliert. Da gibt es einfach entsprechende Vorgaben und die sind einfach einzuhalten. Okay, das heißt, Sie sagen eigentlich Dumpstern, was würden Sie sagen, Dumpstern? Ja, natürlich. Ja oder nein? Also ich meine quasi, soll das sozusagen eigentlich, also unser, es ist ja strafbar, ne? So, wenn ich das jetzt verstanden habe. Wir wissen es nicht, man muss sich den Einzelfall anschauen, aber tendenziell ja. Also ja, im Sinn von, es ist strafbar. Ja, nochmal meine Frage an Sie als Rewe-Sprecherin. Ich sag's nochmal, wir merken das oft nicht. Ja? Mhm. Und wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die das verfolgen wollen oder so. Also wir wollen hier keine Kriminalisierung. Ja? Grundsätzlich, ich habe es auch gesagt, wir wollen natürlich schon vorher, bevor dieses Produkt oder die Lebensmittel in der Tonne landen, wollen wir sie quasi irgendjemandem zur Verfügung stellen, weitergeben, verarbeiten, wie auch immer. Aber der Punkt ist am Ende des Tages, es gibt natürlich Gesetze, wir halten und müssen uns an diese Gesetze halten, auch an gewisse Vorschriften. Und es ist halt, und das möchte ich trotzdem nochmal sagen, auch wenn quasi ich auch immer wieder von Dumpsterern das höre, dass ihnen noch nie was passiert ist, man muss schon sehr achtsam sein. Ja? Und grundsätzlich, es gibt Rückrufe. Das heißt, da muss man sich auch immer ganz genau erkundigen, ob es irgendwelche Rückrufe gibt. Ja? Weil die Sachen werden, wenn es große Rückrufe sind, auch abgeholt, aber wir können nicht verhindern, dass gewisse Sachen, die zum Beispiel, was wir kürzlich einmal gehabt haben, da waren Glasscherben, also der Verdacht darauf, dass Glasscherben in gewissen Produkten drinnen sind und so weiter, da muss man natürlich wirklich achtsam sein. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich jetzt hier irgendwie dramatisieren möchte, sondern wir hatten solche Beispiele. Und in diesem Sinne geht es halt auch tatsächlich ein bisschen um den Schutz. Und ich sage jetzt, Sie sind Profis, aber ich warne schon davor, jetzt zu sagen, ja, das ist alles nur lustig und Dumpstern und so weiter. Am Ende des Tages wollen wir doch alle, dass Menschen quasi sich Essen leisten können. Das ist ja wohl das Allererste. Und dass Lebensmittel nicht entsorgt werden müssen. Und da arbeiten wir, glaube ich, dran, wir jetzt auf Handelsseite. Aber ich glaube, da kann man, und da ist sicher noch mehr möglich. Und ja. Gut, machen wir mal einen kurzen Break oder ja, vielleicht noch ein abschließendes Wort vom Christian. Ja? Ja, ich hätte das gern bestätigt. Also die Supermärkte machen ganz selten irgendwelche Probleme. Einmal habe ich es erlebt, aber gut, da ist die Filiale 3 Wochen später geschlossen worden. Der war wohl nicht gut drauf, der da gerade rausgekommen ist. Aber sonst, ja, einmal vor 4 Jahren ist passiert, da haben wir dann halt eine Demo vor dem Tüdel gemacht und seither... Was ist da passiert? Dass 2 Kollegen angezeigt worden sind. Ah ja. Daraufhin hat es ein paar Wochen später eine Demo vor der Filiale gegeben, um ein bisschen die Anrainer zu informieren, wie da die Filiale umgegangen ist damit. Und seither gibt es kein Problem mehr. Okay. Also wird halt ein paar Mal im Jahr vorkommen irgendwo, dass einer meint, jetzt anzeigen zu wollen und dann... Gibt's also halt im Allgemeinen hat man jetzt aber den Eindruck, dass sozusagen Supermärkte relativ kulant sind oder da irgendwie das, sagen wir mal, mit 2 zugedrückten Augen tolerieren. Jetzt hast du aber eine Haftstrafe ausgefasst, also oder eine Verurteilung für eine Haftstrafe ausgefasst. Da fragen wir uns natürlich schon, wie kann das sein? Und an dieser Stelle frage ich euch auch, die ihr da uns zuhört gerade, wie geht's denn euch beim Dumpstern? Habt ihr das schon mal gemacht? Macht ihr das regelmäßig? Was haltet ihr davon? FM4 auf laut. 0800 226 996. Ja, wie läuft das Dumpstern ab, beziehungsweise warum ist Dumpstern strafbar in Österreich? Der Bernhard hat uns jetzt angerufen. Hallo Bernhard, gehst du Dumpstern? Ja, grüßt euch, guten Abend. Servus, gehst du Dumpstern? Ich gehe nicht Dumpstern, aber ich habe die Erfahrung gemacht, beim Einkaufen habe ich eine abgelaufene Ware, konkret einen Joghurt, erwischt. Und das wurde mir nicht erlaubt mitzunehmen. Also es wurde mir weder natürlich nicht verkauft, aber auch nicht geschenkt. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade.
Mhm. Also das heißt, du hättest dir gewünscht, dass du das dann einfach gratis zum Beispiel mitnehmen kannst, genau, bevor richtig, das irgendwo auf, in irgendeiner Tonne landet oder so. Genau, so ist es. Man hätte sich viel Manipulation erspart und die Sache wäre erledigt gewesen. Aber naja, das wurde mir nicht erlaubt. Ja. Ich meine, Frage an Tanja Dietrich-Hübner von der Rewe Group. Ich meine, Sie haben es ja vorher auch schon ein bisschen anklingen lassen. Wenn die Mindesthaltbarkeitsdaten überschritten sind, dann kann das also wahrscheinlich der Supermarkt gar nicht so wirklich also wie gesagt, hergeben, für uns herschenken oder doch? Wir, für uns ist das einfach eine Gewährleistungsfrage, ja, eine Haftungsfrage am Ende des Tages auch. Und vor dem Hintergrund ist es einfach so, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben mit Ablauf des MHD die Produkte aus dem Verkehr ziehen. Mhm. Ich glaube, das ist, hier geht es wirklich um Qualität, hier geht es um Lebensmittelsicherheit und das kann man auch nicht individuell entscheiden, weil wir können ja nicht den Joghurt vor Ort aufmachen, ob der jetzt noch gut ist oder nicht gut ist und so. Also da gibt es schon sozusagen Herausforderungen und deswegen hat man da halt einfach die Lösung, dass man sagt, das MHDE ist für uns der Orientierungspunkt und wir ziehen diese Produkte dann aus dem Verkehr. Vielleicht dürfte ich da kurz einhaken. Der Anwalt möchte jetzt sprechen, David Jodelbauer, bitte und sehr. Und zur Klarstellung noch eine Frage stellen. Ist es eine bewusste Entscheidung des Konzerns mit Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, die Produkte zu entsorgen, oder ist es eine gesetzliche Vorgabe, dass die Produkte entsorgt werden mit Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums? Eine gesetzliche Vorgabe, also es ist nicht verboten, Produkte nachher abzugeben und wir geben ja auch mit Tag Ablauf MHD die Produkte oft noch weiter, eben an die Tafel, an irgendwelche Organisationen, aber der Punkt ist, also es geht jetzt hier weniger... für den Konzern, das ist natürlich gut genau verstanden. Und das ist natürlich Risikominimierung und das ist vor allem bei einem großen Unternehmen natürlich auch klar, weil man... Man will sich natürlich absichern und, ja, und dann keine Klagen. Obwohl die Absicherung ja anders funktionieren kann, man könnte das auslagern. Es gibt ja Organisationen, die sich für Lebensmittelsicherheit interessieren, die dankbar wären, wenn sie die Lebensmittel noch übernehmen könnten, nahe Mindesthaltbarkeitsdatum. Man könnte ja auch die Verantwortung gegenüber den Kunden oder den Endverbrauchern abwälzen auf die. Vielleicht findet sich da ja jemand. Na, der Punkt ist, wir geben ja auch Produkte weiter. Also das machen wir ja permanent. Und vor dem Hintergrund also kann an, es natürlich an soziale sein, Organisationen sozusagen, ja, die das dann an soziale Organisationen beziehungsweise genau, an die Tafel, die es dann wieder weitergeht, gibt. Also da gibt es ja unterschiedliche Kooperationspartner. Also wir haben jetzt allein in diesem Jahr schon, ich weiß nicht, 10.000 Tonnen an Produkten weitergegeben an ungefähr 120 Organisationen. Also das ist schon einfach. Allerdings muss man dazu sagen, dreimal so viele Produkte werden vom Handel, vom Lebensmittelhandel weggeschmissen wie gespendet. Also das muss man auch mal in Relation sehen, aber ja. Ja, aber das hat dann wieder unterschiedliche Gründe, weil da sind ja auch Produkte dabei, die wir de facto nicht weitergeben dürfen, die ein Verbrauchsdatum haben. Also ich kann da kurz auch eine Geschichte bezüglich Eier erzählen. Die also Eier Fisch, dürfen Fleisch wir nur innerhalb von Fleisch auch. Aber 21 Tage haben wir genau vom Legedatum bis zum Abgabedatum. Wir dürfen die Eier nicht länger, nicht einmal weitergeben. Ja? Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, weshalb ich persönlich auch schon zweimal im Ministerium war, um zu fragen, ob wir hier nicht eine Extension dieses Verbrauchsdatums haben können im Lebensmitteleinzelhandel. Was hat der Landwirtschaftsminister dann gesagt? Das ist jetzt nicht Sache des Ministers, des Landwirtschaftsministers, sondern das ist eine Frage des Gesundheitsministeriums. Ah, ja. Es gibt aber hier eine EU-Richtlinie und es gab eine EU-Studie, weil in Österreich ja auch einfach die Verkaufslokale oft gekühlt sind im Sommer, beziehungsweise die Eier sind in der Kühlung großteils. Ja. Also dafür hätten wir jetzt überhaupt kein Sicherheitsrisiko gesehen, nur eben, das Gesetz ist hier sehr eindeutig, beziehungsweise die Vermarktungsverordnung. Wir dürfen keine Eier oder Eiprodukte dann ab diesem Zeitpunkt mehr weitergeben. Okay, also strenge Gesetze, strenge Verordnungen. Deswegen wird so viel weggeschmissen. Die Katharina Haller von Robin Foods hat sich jetzt schon lange gemeldet, danach der Christian. Genau. Mit den Kooperationen. Wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit diversen Lebensmittelhändlern. Also Robin Foods, kannst du einen Satz dazu sagen, genau. Wer seid ihr? Robin Foods. Ja, genau. Ja, ihr seid quasi ein Verein, der... Es ist kein Verein, es ist eine Gruppierung oder eine Bewegung. Auf jeden Fall... Zum Lebensmittel retten quasi.
Ja, Lebensmittelrettung und aber auch einfach, es geht um Solidarisierung, gegenseitige Hilfe, selbst aktiv werden. Also es geht eigentlich nicht nur ums Müllfischen, sondern es soll schon größer gedacht sein. Okay. Und das sind Leute, die sich eigentlich da sehr verpflichten in ihrer Freizeit, regelmäßig, also wenn die sagen, ja okay, sie holen da jetzt immer die Lebensmittel ab, zum Beispiel vom Billa Plus, dann kommen die jeden Tag, fahren die dann extra hin, mit dem Lastenrad, laden das ein und verteilen das wieder oder verarbeiten das. Das ist eigentlich sehr viel Arbeit, die unbezahlt ist und die eigentlich wirklich einen guten Zweck hat, wo ich mir denke, nimmt der eigentlich sogar Arbeit ab, gewissen Supermärkten mit Müll. Also ich meine, wir holen da sehr viel ab und nehmen eigentlich da auch Arbeit ab und so weiter. Der nicht bezahlt. Leute, die das einfach machen, weil sie gute Menschen sind. Okay. Ja, wäre das dann eben nicht die Aufgabe des Supermarkts, sowas dann, solche Tätigkeiten dann eben auch zu übernehmen? Also, und das nicht auszulagern, diese Arbeit an Freiwillige? Ich glaube, dass wir im Bereich der quasi sozialen Verantwortung sehr viel tun als Billa. Und wir haben auch viele Kooperationen, wir unterstützen, aber wir können nicht alle unterstützen. Und ich denke mal, dass man kostenlos Lebensmittel dann auch eben bekommt, verarbeiten kann, weitergeben kann, auch für sich selbst dann nutzt. Ich denke mal, das ist ein Mehrwert. Dass wir brauchen halt irgendwo auch eine Akkreditierung und deswegen sind wir dann froh, wenn sich Organisationen sozusagen als Vereine oder wie auch immer, als Sozialvereine, gemeinnützige Vereine auch etablieren, damit da auch klar ist, wo diese Produkte dann irgendwie hingehen. Ja. Ich sage jetzt nur dazu, weil Sie vorher gemeint haben, naja, wir können ja nicht als Rewe-Konzern nicht alle unterstützen. Der Konzern hat 2023 10 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Ja, und für karitative Zwecke im Jahr 50 Millionen Euro in Form von Lebensmitteln ausgegeben. Ich sag's jetzt das nur sind so. Jetzt Lebensmittelspenden, aber wir machen ja noch vieles mehr. Die Relationen sozusagen da im Kopf haben. Wir sind einer der größten Arbeitgeber in Österreich und ich denke mal, das ist relativ bekannt, dass gerade der Lebensmitteleinzelhandel im Bereich der Erträge eine sehr, sehr schmale Marge hat. Und ich, also das ist jetzt irgendwie eine interessante sozusagen quasi Challenge, aber ich denke mal, wir sind ein Unternehmen, die in vielen Bereichen gemeinnützig aktiv sind. Das Thema Lebensmittelspenden ist ja nur ein Bereich. Ja? Ich will jetzt hier nicht alles aufzählen, wir haben einen tollen Nachhaltigkeitsbericht, gehen Sie bitte einfach auf unsere Website, schauen Sie da nach, schaut es nach, Zuhörerinnen. Schauen wir uns dann an. Ich glaube, es ist einfach hier in dem, Setting, sollten wir darüber nachdenken und überlegen, wie wir hier in diesem Bereich noch mehr erreichen können, weil de facto ist es so, Lebensmittel, die produziert werden, sind durch viele Hände gegangen, haben viele Ressourcen gebraucht. Am Ende des Tages ist es unser Anliegen, dass diese Lebensmittel auch genossen werden und wir können sozusagen das Unsrige tun und wir tun, denke ich mal, auch einiges. Aber ich glaube, es braucht auch hier, was die Regulierung angeht, vielleicht eine gewisse Entspannung. Ich habe jetzt nur dieses Eierbeispiel erzählt, aber es gibt ja noch natürlich mehr. Bitte, und zwar, der Bernhard ist am Telefon. Ja, noch einmal Bernhard, es ist nicht ganz befriedigend für mich, die Antwort. Ja, was hättest du dir noch, was ist noch offen? Es wäre unbürokratisch möglich, diese Ware doch an Kunden zu verschenken. Man bräuchte nur einen Aufkleber drauf geben, zum Beispiel ein Fliegenpilz oder sonstiges, oder eben Ware mit dem sich abgelaufen der Billa dann absichert. Auf eigene Gefahr. Bitte? Ja, mit dem sich Billa dann eben absichert. Ich frage ja, jetzt genau, mit dem die Rewe-Vertreterin, ginge das? Richtig. Also ein Totenkopf, ich schlage vor, einfach 100% Pickerl und wenn das draufpickt, dann ist Eigenverantwortung gefragt. Richtig. Aber das Problem in Österreich ist leider, dass Eigenverantwortung nicht mehr in Mode ist, sondern ganz im Gegenteil, Bevormundung, Totalüberwachung und Kriminalisierung. Und da gehört dringend was repariert. Okay, gut. Aber um nochmal diese Frage weiterzugeben an Sie, wäre das eine Möglichkeit, so Sticker drauf zu picken und damit ist quasi der Konzern raus? Das kann uns derzeit überhaupt niemand bestätigen, dass wir einen Haftungsausschluss haben. Okay. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Thema, Haftungsausschluss. Und am Ende des Tages bitte auch um Verständnis, wir verkaufen Lebensmittel. Das ist, es ist eben ein Geschäftsmodell. Unser Unternehmen. Ja, es klingt fast irgendwie vorwurfsvoll. Ich glaube, es freuen sich viele Leute, dass wir so eine gute Nahversorgung in Österreich haben. Und dass wir auch so sichere Lebensmittel haben. Ich glaube, das ist schon ein Thema. Ich glaube, darüber können wir uns nicht genug freuen.
Okay. Da würde ich aber schon gern noch entgegnen, es kommt ja eh fast nie vor, dass was vergessen wird und abgelaufen ist. Das ist vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, dass man sowas erwischt. Und ich kenne das von mir, das ist sehr ärgerlich, wenn man dann sieht, dass es vernichtet wird. Nur weil es nicht rechtzeitig entfernt worden ist. Also da muss sich eine gescheite Lösung finden, irgendein Regal nach der Kasse oder was weiß ich. Irgendeine Lösung muss es da geben. So ist es untragbar. Wie gesagt, eine der Lösungen, die zu der Menschen greifen, ist eben das Dumpstern. Jetzt meine Frage an den Anwalt in der Runde, David Jodelbauer. Wie kann es denn sein, dass Menschen, die dumpstern gehen, zu einer Haftstrafe verurteilt werden? Also das hat dann jetzt doch die Runde gemacht, diese Meldung. Und ich glaube, viele Menschen, selbst die bisher keine Ahnung hatten vom Dumpstern, haben sich dann irgendwie ans Hirn gegriffen und gesagt, was ist denn da los? Wie kann das sein? Tatsächlich ist das erschreckend simpel, wie das rechtlich geht. Wenn ich tagsüber in der Bieler Filiale bin und dort meine Lebensmittel nehme und dann gehe ich raus, ohne zu zahlen, dann werde ich relativ schnell wegen Diebstahls verfolgt werden. Warum soll es anders sein, wenn ich es in der Nacht mache? Naja, wir reden jetzt von Müll, Müllraum, wo der Konzern Dinge weggeworfen hat, die quasi dann nicht mehr verkauft werden. Ist das dann auch noch Diebstahl? Genau, darin liegt die Krux begraben. Man weiß es noch nicht ganz genau. Wahrscheinlich ja. Es ist derzeit das Problem so, es gibt in allen neuen Bundesländern gesetzliche Regelungen in den Abfallwirtschaftsgesetzen, wo halt geregelt wird, wer macht denn quasi den öffentlichen Abfall, dass das Eigentum am Müll übergeht. In Wien ist es zum Beispiel auf die Stadt Wien, sobald das eingebracht wird in den Sammelbehälter, sobald der Rewe-Konzern den Müll entsorgt in diesen Sammelbehältern in dem Müllraum, gehört das Ganze der Stadt Wien. Aha. Der Biller hat zwar das Eigentum daran aufgegeben, aber es gehört der Stadt Wien und denen kann man es tatsächlich stehlen. Das ist zumindest die gängige Argumentation der Gerichte. Okay, also das heißt, die Stadt Wien ist eigentlich sozusagen quasi die Geschädigte jetzt auch in diesem konkreten Fall. Genau das müsste man eben hinterfragen. Die Stadt Wien hatte tatsächlich kein Interesse an dem einzelnen Müll, denen ist das ja wurscht, ob der voll ist oder halb voll oder leer. Es steht nur so im Gesetz, dass die Eigentümerin sind und deswegen sind sie oder solange man den Müll verwerten kann noch für irgendwas. Das wäre eine schönere Regelung, wenn es zumindest so drinnen stehen würde, aber das ist nicht per se so. Mhm. Es ist auch nicht so, dass die Stadt Wien hier eine Anzeige gemacht hätte oder sonst etwas. Das wäre gar nicht notwendig. Die sind schlichtweg juristisch betrachtet geschädigt durch dieses Ding. Es steht in einem fremden Eigentum und wenn man das wegnimmt, ohne zu bezahlen und ein paar andere Dinge nicht einhält, dann kann es durchaus ein Diebstahl sein. Okay. Jetzt kam die Anzeige aber gar nicht von irgendeinem Magistratsbeamten der Stadt Wien, sondern von wem? Von der Kriminalpolizei selber. Also, aber wie haben die dich erwischt? In der Meldung von der Polizei steht, dass eine Passantin angerufen hat und sich Sorgen gemacht hat, weil da jemand im Müllraum ist. Es geht ja auch durch einen Bewegungsmelder das Licht von selber an. Die eine Sache besorgte ist leider, Bürgerin. Genau, hat einfach zur Sicherheit die Polizei gerufen und die haben sich dann halt sehr wichtig machen wollen und uns gleich festgenommen und mitgenommen. Ja, ich frage mich jetzt sozusagen, braucht es da irgendwie eine Art von, weiß ich nicht, vielleicht auch Aufklärung, Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, dass, oder passt das eh so? Das Wichtigste wäre, das Gesetz zu reparieren und einfach Müll aus dem Diebstahl auszunehmen und der Fall wäre ein für alle Mal erledigt. Mhm. Das wären ein paar Worte im Paragraf 127 StGB. Müll ist ausgenommen, fertig. Technisch umzusetzen wäre es wahrscheinlich ein bisschen komplexer, aber ja, es gäbe Möglichkeiten, das Dumpstern vom Anwendungsbereich des Diebstahls auszunehmen. Zum Beispiel, wenn was im Abfallwirtschaftsgesetz verankert wird, dass das Eigentum nicht automatisch auf die Stadt Wien übergehen würde. Das würde in ganz, ganz vielen Fällen wahrscheinlich eine Strafbarkeit ausschließen. Man müsste sich wahrscheinlich ein, zwei andere Dinge überlegen, aber es wäre auf jeden Fall möglich, dass die Strafbarkeit des Dumpsterns sicher abgeschafft wird. Okay, also das heißt, da könnte der Gesetzgeber was dran noch herumschrauben. Ja, bitte, Christian. Ein Detail würde ich gerne noch korrigieren. Die Mülltonnen sind ja nicht von der MA48. Ich kenne nur Privatfirmen, die aus Supermärkten entsorgen. Das steht auch immer groß, das Logo auf der Mülltonne drauf. Aber und ich habe dann gehört, es ist dann gesetzlich geregelt im Vertrag der Filiale mit dem Entsorger,
wie der Eigentumsübergang genau stattfindet. Deswegen wollte ich auch bei der Gerichtsverhandlung den Entsorgungsvertrag sehen, ist mir leider von der Richterin abgewiesen worden, der Beweisantrag. Aha. Sämtliche Zeugen abgewiesen. Ich wollte eigentlich argumentieren, dass ich keinen Schaden verursacht habe. Mhm. Und warum wäre ich für einen nicht vorhandenen Schaden dann wegen Diebstahls verurteilt? Ich finde das abstrus, aber wenn man natürlich sagt, sobald ich das Drum aus der Mülltonne raushole, hat es wieder einen Wert. Ich habe also Wert geschaffen, indem ich es raushole und deswegen hat es jetzt einen Wert und deswegen bin ich der Dieb. Mhm. Katharina Haller, ihr geht ja auch Dumpstern. Wie siehst du das? Ich denke, nochmal zurück. Ist euch das schon so passiert? Nein, aber die Lebensmittel gehören einfach nicht in den Müll. Das natürlich prinzipiell. Ja. Die Sozialmärkte, eben auch diese Kooperation nochmal zurück, die haben auch Probleme, die werden auch schon zum Entsorger. Es ist so viel, dass man gar nicht so schnell davon loskommt. Es sind so dann schon wieder diese Zwischenschritte. Es gab zum Beispiel einen Klimarat, die haben auch gesagt, also dafür gestimmt, dass es mehr Verteilerkühlschränke geben soll, Verteilerkühlschränke schon in den Supermärkten, damit die Wege kürzer werden von den Lebensmitteln. Das, glaube ich, ist eine gute Lösung. Oder auch einfach Großküchen, dass diese Lebensmittel gleich an Großküchen kommen, die dort verarbeitet werden und konsumiert werden können. Und ja, Dumpstern verboten, erlaubt, es gehören einfach die Lebensmittel dort gar nicht hin. Jetzt dieses Urteil, das quasi da jetzt gesprochen wurde, mit der Androhung einer Haftstrafe für den Christian, ist das etwas, also wie, was macht dieses Urteil mit euch? Ist das etwas, das euch beunruhigt, das euch euer weiteres Tun beeinflussen wird? Also ich meine, du natürlich, Christian, ich nehme an, dass dich das beunruhigt. Natürlich ist es beunruhigend und ärgerlich, dass solche Fehlurteile dauernd vorkommen. Aber ich lasse mich deswegen nicht abhalten, sondern wir fechten das jetzt durch und hoffentlich gibt es eine baldige Reparatur des Gesetzes. Mhm. Und was bedeutet das jetzt für euer Dumpstern? Ich glaube einfach weitermachen wie bisher. Ist das was einen einschüchtert? Nein, also es ist, glaube ich, wirklich ein Ausnahmefall, weil unsere Erfahrung ist, wie gesagt, dass eigentlich die Supermarktkonzerne damit kommen, also dass das eigentlich in Ordnung ist für die, dass man einfach das sehr achtsam machen soll, als Dumpsterer alles ordentlich zu hinterlassen, dass man das dezent macht, jetzt nicht viel Lärm, kein Aufsehen erregt und genau. Ja. Und dann wird das eigentlich toleriert und ja, dass dann die Nachbarschaft Angst hat, dass da jetzt jemand einbricht, dass das, ja, das, vielleicht muss da einfach so ein bisschen mehr Aufklärung stattfinden, dass das Müll, dass das ja kein, dass das anerkannt wird, dass das okay ist. Morgen ist Welternährungstag, sprich, das heißt, dass 800 Millionen Menschen an Hunger leiden auf dieser Erde. Und auf der anderen Seite eben, diskutieren wir hier über weggeschmissene Lebensmittel, Tonnen und Abertonnen und Abertausende Tonnen, die da täglich sozusagen auf dem Müll landen. Ich schaue jetzt Jacqueline Gamm an von der Tafel Österreich. Ihr seid mit dem Thema Lebensmittelrettung sehr befasst. Ihr verteilt diese Lebensmittel auch an Sozialbedürftige. Genau, also wir dumpstern nicht. Also wir versuchen... Ich glaube, du bist sogar gegen das Dumpstern. Darf ich das so krass formulieren? Also ja, weil wir auch der Meinung sind, dass die genussfähigen Lebensmittel gar nicht im Müll sein dürften. Also in dem Sinne, dass wir einfach davor eingreifen sollten, dass die Lebensmittel davor abgeholt werden sollten, zum Beispiel von uns, von Tafelorganisationen, die es dann, und das ist ganz wichtig für uns, kostenfrei an armutsbetroffene Menschen weitergeben. Genau. Okay. Warum wird das nicht gemacht? Frage ich also jetzt die wird schon gemacht, also da muss ich den Handel auch, also okay. Das wird gemacht, also es könnte mehr sein, also auf alle Fälle. Es scheitert auch daran, also ich glaube, dass die Organisationen, die es bereits machen, und wir haben gehört, dass zum Beispiel gut wäre, wenn verkocht wird und schnell weitergegeben wird, das passiert, aber diese Organisationen, wie wir, die Tafel Österreich, brauchen halt mehr Ressourcen, damit wir es auch tun können. Also es könnte auf jeden Fall mehr sein. Wir geben uns ganz große
Mühe, machen das auch, wie ich denke, halbwegs erfolgreich. Und genau, aber das Dumpstern ist für uns ein Symptom, das halt aufzeigt, dass viel zu viel weggeschmissen wird. Wir leben einfach in einer absurden zwischen extremen Überfluss, wo extrem viel weggeschmissen wird. Auf der anderen Seite haben wir wirklich 1,1 Millionen Österreicherinnen, die von Ernährungsarmut betroffen sind. Also das kann man sich in Österreich so vorstellen, dass Menschen warme Mahlzeiten auslassen, weil sie sich aktuell nicht leisten können. Das ist wegen Teuerungen, Inflation, dass die Menschen zuerst die Miete zahlen, dann Energie zahlen und dann am Ende des Monats bleibt halt wenig über für Lebensmittel. Und unsere Hilfe wird stark gebraucht, also ist auch sehr nötig. Wir tun unser Bestes, aber eben entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Das heißt, wir haben Kooperationen im Bereich der Landwirtschaft, wo ganz viel am Feld übrig bleibt. Da bekommen wir viele Warenspenden, Kartoffeln, Hausnummer und dann im Großhandelbereich, also wir sind am Wiener Großmarkt vertreten, wo wir täglich um die eine Tonne an Warenspenden abholen und verteilen, bis zum Einzelhandel, wo wir auch abholen. Aber Dumpstern in dem Sinne gehen wir nicht, also auch wegen den Hygienevorschriften, Tafeln sind rechtlich gesehen Lebensmittelhändler. Das heißt, wir haben ganz strenge Hygienevorschriften, vor allem weil unsere Zielgruppe armutsbetroffene Menschen sind. Das heißt, bei uns wird ganz stark getrennt, Lebensmittel außerhalb der Tonne und in der Tonne ist es dann bei uns aus. Okay. Das heißt, wir haben jetzt aber schon eben gehört, also Dumpstern ist quasi ein Symptom oder ein Herumdoktern irgendwie an einem Symptom, aber keine Lösung für diese Lebensmittelverschwendung. Das heißt, wo muss man ansetzen, damit sich wirklich was ändert? Ja, Dumpstern und Lebensmittel retten hier in FM4 auf Laut. Wir sind schon beim Bigger Picture angelangt. Also sprich, was muss sich ändern, damit sozusagen mehr oder sagen wir so, weniger Lebensmittel im Müll landen? Und ich würde das gleich auch diese Frage in die Runde schmeißen und von jedem und jeder von euch eine Maßnahme, die er oder sie am dringendsten sieht. Was braucht es, damit wir in einem Jahr, wenn wir uns dann hier wieder treffen, in diesem Studio, im Lebensmittelhandel nur noch halb so viel Essen auf dem Müll landet? Gehen wir vielleicht gleich reihum. Oder fangen wir an, ja, mit Tanja Dietrich-Hübner von der Rewe Group. Eine Maßnahme bitte. Also für uns ist natürlich zentral in der Entscheidungshierarchie, dass wir eben Lebensmittelüberschüsse vermeiden. Das heißt also, das ganze Bestellsystem, hier wirklich auch neue Technologien, also KI einzusetzen und dadurch Wetterdaten und einfach äußere Daten auch noch mehr quasi zu integrieren, damit eben nur bedarfsgerecht quasi das in die Filiale kommt, was dann auch verkauft wird. Und alles, was wir nicht verkaufen können, auch weitergeben. Und hier ist das Thema Verarbeitung auch ein riesengroßes Thema. Also, dass auch Produkte entweder im Markt verarbeitet werden oder wir es zur Weiterverarbeitung dann weitergeben können. Zum Beispiel der Tafel oder anderen Sozialeinrichtungen. Okay, das waren jetzt schon zwei Punkte quasi. Dann gebe ich weiter an den Rechtsanwalt, Herrn David Jodelbauer. Wie sehen Sie das? Man könnte zum Beispiel das Dumpstern legalisieren, das wäre, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber was wir vorher gesagt haben, das ist, glaube ich, ganz zentral. Es ist nur eine Symptomatik, die jetzt auftritt. Man muss wohl eher Verantwortung wahrnehmen. Man muss Verantwortung wahrnehmen als Unternehmen und sagen, okay, wir überlegen uns da mehr, wir werden da aktiver und spenden mehr Lebensmittel oder schauen uns das besser an. Man muss aber auch als Einzelperson, als Privater aktiver werden und die Verantwortung wahrnehmen und bewusster einkaufen und sich das besser überlegen, vermutlich. Mhm, genau, also von den privaten Haushalten, die quasi, ich glaube, 10-mal so viel Lebensmittel entsorgen wie der Lebensmittelhandel, das muss man auch mal dazu sagen, haben wir jetzt diese Stunde gar nicht gesprochen. Aber ja, jeder und jede hat auch eine Einzelverantwortung und Eigenverantwortung natürlich. Christian, siehst du als eine dringend oder die für dich dringendste Maßnahme, damit einfach weniger Lebensmittel im Müll landen? Ich finde die Idee gut, nach der Kasse Regale und Kühlschränke aufzustellen mit 100% Rabatt. Also im Supermarkt selber? Das wäre mal das Wichtigste, ja, weil dann landet es dort kurz vorm Ausgang. Genau. Sehr gut. Okay. Jacqueline Gamm von der Tafel Österreich.
Für uns wäre wichtig, dass die Weitergabe an karitative Organisationen, die es kostenfrei an armutsbetroffene Menschen weitergeben, vereinfacht wird. Mhm. Also das ist unser Hauptziel. Okay, das ist einfach zu bürokratisch, zu kompliziert, zu schwierig. Okay. Und abschließend, ja, was ist deine wichtigste Maßnahme, Katharina Haller von Robin Foods? Also das ist meine persönliche Meinung. Ja, gerne. Ich finde Großküchen einfach, dass Leute, dass zum Beispiel Kinder eine gesunde, warme Mahlzeit bekommen, dass Frauen entlastet werden, daheim die einkaufen gehen müssen, kochen müssen, dann das wieder putzen müssen, wo jeder alles einzeln verpackt bekommt. Einfach größer denken und sich Arbeit und Ressourcen sparen. Und wer soll die betreiben, diese Großküchen? Der Staat. Oder finanzieren? Ja, okay. Das soll finanziert werden, genau. Okay, ja, damit sind wir quasi auch schon ein bisschen am Ende dieser Diskussion. Ja, Dumpstern und auch das größere Zusammen, das größere, die größte Zusammenschau, Lebensmittel retten, Lebensmittelverschwendung. Wie gesagt, in einem Jahr sitzen Sie alle wieder hier mit mir und wir schauen uns an, was da in der Zwischenzeit weitergegangen ist. Ich glaube, es sind ja auch einige Maßnahmen jetzt neu beschlossen oder umgesetzt worden. Umweltministerin Leonore Gehwessler hat, glaube ich, ja auch eine Datenbank für weggeschmissene Lebensmittel der Supermärkte gefordert. Ich weiß nicht, ob die schon... Die gibt es schon, ja. Ja, die gibt es schon. Also sozusagen mehr Transparenz im Lebensmittelhandel, was da alles weggeschmissen wird. Schauen wir uns an, ob das dann Wirkung zeigt in einem Jahr. Okay, ja, das war's. Ein auf Laut mit mir, Claudia Unterweger, zum Thema Dumpstern und Lebensmittel retten. Gibt's natürlich auch nachzuhören als Podcast. Und ich danke allen meinen Gästen. Christian A., ein Dumpster-Diver, natürlich auch ja, alles Gute für die Berufungsverhandlung. Danke. Tanja Dietrich-Hübner von der Rewe Group, Nachhaltigkeitsbeauftragte, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Jacqueline Gamm von der Tafel Österreich, Katharina Haller von Robin Foods, Lebensmittelretterin, und David Jodelbau, Rechtsanwalt. Ich danke meiner illustren Runde. Schönen Abend. Danke. Schönen Abend. FM4. Auf laut. FM4 ORF AT/Podcast.